Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute vor mir stehen dieses Kästchen und noch ein bisschen drumherum, denn ich habe heute Morgen eine Maske gemacht und dann habe ich mir gedacht so, Mensch, ich wollte ja mit euch auch nochmal durch meine ganzen Masken gehen und das machen wir heute. Einfach mal hier an meinem Schminkplatz gehen wir mal durch und gucken, was sich hier für Schätzchen noch verbergen. Man verliert das ja schnell aus den Augen und wenn ihr Interesse daran habt, dann bleibt einfach dran, holt euch einen Kaffee und dann gucken wir da mal gemeinsam durch. Bis gleich. Es ist schon wieder so warm. Es ist noch nicht mal 8 Uhr am Morgen und es ist schon wieder warm und drückend. Ich hoffe, ihr hört den Lüfter nicht, den ich mir unter meinen Schminktisch gestellt habe. Ich habe ihn auch nur auf Stufe 1 gemacht, aber ich brauche so ein bisschen Luft. Ja, meine Masken. Also ich habe heute Morgen eine Maske gemacht, wo ich gar nicht weiß, woher ich sie habe und woher sie kommt. Shizawa Face. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es steht auf alle Fälle deutsch hinten drauf. Keine Ahnung, vielleicht war die mal in einem Swap mit drin. Ist eine Hydromaske, also eine feuchtigkeitsspendende Maske. Die tragt ihr auf, lasst sie einwirken. Die Reste nehmt ihr nach 10 bis 15 Minuten mit einem Kosmetiktuch ab. Arbeitet den Rest ein. Das mache ich ja mal nicht. Ich nehme mir dann mit einem Washi und Rosenwasser nochmal die Reste runter, gerade wenn ich in den Tag gehe, weil es ansonsten mir zu reichhaltig ist. Und ihr seht trotzdem glänzig wie eine Speckschwarte, aber es ist halt Sommer und es ist warm. Aber die hat mir gut gefallen. Wenn die jemand kennt, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wo man die herbekommt. Ich habe die noch nie gesehen. Bei mir geht sie erstmal ins Aufgebrauchtkörbchen. Dann sehen wir sie nochmal irgendwann. So, und dann haben wir hier ganz verschiedene Masken. Also ich habe hier drin Tuchmasken, ein bisschen was für die Augen und meine ganzen in Tuben und so. Das sind die. Dann habe ich hier noch ein paar gefunden, meine Luvos Heilerde. Die hatte ich erst gar nicht mitgenommen und als ich Zähne geputzt habe, habe ich gesehen, ah, hinter mir steht ja noch eine. Das ist die, damit fangen wir gleich mal an. Die Luvos Heilerde Anti-Stress-Maske. Und Luvos Heilerde kenne ich aus meiner Jugend, als ich eine Bänderzerrung, nee, war sogar ein Bänderriss, wurde aber erst nach einem Jahr festgestellt, ein Bänderriss im Sport zugezogen habe, im Sprunggelenk und um das zu kühlen, hatte ich essigsaure Tonerde. Ich weiß, das ist nicht Luvos Heilerde, aber es war auch halt so eine Heilerde, so eine essigsaure Tonerde. Ist bei Verstauchungen und Prellungen sehr gut. Und Luvos Heilerde habe ich auch schon öfter mal benutzt. Das ist eine Anti-Stress-Maske. Ich glaube, das ist sogar die Pulverform, ja. Das ist ein Pulver. Ich will das jetzt nicht aufmachen und verschütten. Da nehmt ihr euch was raus, rührt das mit Wasser an und tragt es dann auf dem Gesicht auf. Das trocknet aus. Ihr seht dann hinterher aus wie die Mumie. Und das bröckelt dann auch leicht vom Gesicht runter, wäscht sich auch nicht ganz so einfach ab. Man hat halt immer irgendwie so dieses Lehmige von der Heilerde. Aber es sind sehr schöne Masken. Also die geben wirklich ein schönes, hautverfeinerndes Hautbild. Gerade wenn man so ein bisschen mit Pickeln zu kämpfen hat, ist sie sehr gut. Dadurch, dass die noch so voll ist, ich glaube, die war auch mal in einer Maske in der Box mit drin, ne? Aber das ist ja eine Anti-Stress-Maske, das ist ja gar keine klärende. Also es gibt ja diese Luvos Heilerde-Masken auch für unreine Haut, gerade wenn ihr pubertierende Kinder habt, ist das vielleicht eine Alternative, um da ein bisschen die überschüssigen Talgreste runterzunehmen. Aber die Anti-Stress-Maske ist ein bisschen bei mir in Vergessenheit geraten, die werde ich demnächst mal wieder ausprobieren. Und ich habe hier gerade, weil wir bei den Anzurührenden sind, noch eine von My Little Beauty, ihr wisst, ne, die My Little Box, das ist auch so ein Pulverchen, das man sich anrührt. Ich habe mir doch auch meine Brille mit hierher genommen, sogar geputzt. Wo ist sie denn da? Damit ich auch mal lesen kann, ne? Steht ja mal, ist so klein drauf. So. Ultrafluffige Gesichtsmaske. Mische eine halbe Tasse Puder mit 3 Tassen Wasser und vermische die Zutaten. Circa 8 Minuten einwirken lassen und anschließend wieder abwaschen. Tipp, wenn du während der Einwirkzeit dein Gesicht massierst, wird sie noch besser. Puder bitte nicht einatmen. Nee, das will ich auch nicht schnüffeln. Aber eine halbe Tasse mit 3 Tassen Wasser, wie viel Maske ergibt das denn? Ich glaube, man sollte es mit 1:3 Teilen mischen, ne? Ich habe die schon mal aufgetragen, aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie die war. Sollte ich vielleicht auch mal wieder ausprobieren. Dann habe ich noch in meinem Spiegelschrank gefunden,
Und zwar diese, das ist eine schwarze, das ist auch von My Little Beauty. Wo habe ich denn jetzt die Brille wieder hin? Da. Das ist aber auch wie ein mechanisches Peeling. Das ist eine 3-in-1 Maske. Dieses Reinigungsgel mit Kohle und Kaolin bringt die Haut blitzschnell wieder zum Strahlen. Du kannst das Gel auf 3 verschiedene Arten anwenden. Ein bis zweimal am Tag als Reinigung, ein bis zweimal die Woche als Peeling oder einmal pro Woche eine dünne Schicht des Peelings als klärende Maske nutzen. 2 Minuten einwirken lassen, sanft abspülen und deine Haut wieder zu neuem wird wieder zu neuem Leben erweckt. Ich benutze es, wenn dann immer mal so zwischendurch zur Reinigung und als Peeling. Die ist schwarz, wie ihr erkennt, und da ist nicht mehr so wahnsinnig viel drin. Aber die habe ich schon öfter mal benutzt. Aber mechanische Peelings sind nicht das, was ich regelmäßig anwende, einmal die Woche oder so. Ein mechanisches Peeling einmal im Monat, zweimal im Monat maximal. Und dann haben wir hier noch auch von My Little Beauty, da ist immer mal eine Maske mit dabei. Das ist ein Gesichtspeeling. Okay, das ist hier falsch. Das ist ein Gesichtspeeling. Aber das ist ein Peeling, das ist auch ein mechanisches Peeling. Das riecht auch sehr schön. Es hat hier so eine gelig-orange Textur drin. Und die Peelingkörner sind nicht ganz so stark. Was steht denn da dazu da? Müdeton, Bambusextrakt, Aprikosenkernpulver und Arganöl. Das Peeling auf der feuchten Haut verteilen und sanft einmassieren. Schenke der T-Zone dabei extra Aufmerksamkeit. Spüle es gründlich ab und enthülle einen weichen, strahlenden, wachen, aussehenden Teint. 1 bis 2 Anwendungen pro Woche sind ideal. Augenpartien aussparen. Also das ist keine Maske, das ist ein Peeling, aber das ist nicht ganz so rubbelig. Also das vertrage ich noch ganz gut, ist aber noch gut gefüllt. Das steht etwas weiter hinten bei mir im Spiegelschrank. Und My Little Beauty habe ich noch eine, so eine Tubenmaske. Das ist eine hydratisierende, die habe ich neulich auch schon mal ausprobiert. Die hat einen sehr angenehmen kühlenden Effekt und die habe ich gerade schon mal aus meiner Kulturtasche geräumt. Da hatte ich sie nämlich reingepackt, damit ich sie nicht vergesse, in den Urlaub mitzunehmen. Deswegen werde ich sie mir mal hierher extra stellen. Die möchte ich mir mit in den Urlaub nehmen, weil ich mir das gut vorstellen kann, im Sommer nach so einem Strandtag einfach mal sowas Hydratisierendes, Erfrischendes aufs Gesicht. Die hat mir echt gut gefallen. Die hat jetzt nicht den wahnsinnigen Feuchtigkeitseffekt oder dass man dann sagt, wenn man die abnimmt, so von wegen, ich sehe 10 Jahre jünger aus. Aber es ist sehr angenehm auf der Haut, gerade wenn man viel in der Sonne war, wenn man viel geschwitzt hat, ist das einfach schön erfrischend abends dann nochmal. Die nehme ich mit in den Urlaub. Und weil wir gerade bei Peelings waren, habe ich hier noch meine The Ordinary, die AHA 30%. Ist das nicht 20, 30? Oh Gott, ich muss meine Brille aufsetzen, aber ich will die nicht dauerhaft aufhaben. Da sehe ich ja hier aus wie Frau Puppendoktor Pille. AHA 30% und BHA 2% Peeling Solution, 10 Minuten Exfoliating Facial. Das ist hier so mit Maulbeerenextrakt oder so. Da müsst ihr euch langsam rantasten, also übertreibt es nicht. Ich hatte ja mal eine Zeit lang, wisst ihr, hier diese extremen Trockenheiten, wo ich nicht weiß, woher sie kamen. Wenn ich dieses Fruchtsäure-Peeling, dieses Enzym-Peeling, also dieses AHA und BHA benutzt habe, habe ich den Bereich nachher schon ausgespart. Aber das ist so ein Peeling-Effekt. Das lasst ihr 10 Minuten auf der Haut. Seht ein bisschen aus wie, als hättet ihr ein kleines Blutbad angerichtet. Die Farbe ist natürlich sehr intensiv. Und dann nehmt ihr das mit Wasser runter und habt einen richtig schönen Glow dann nachher. Das verwende ich dann, wenn gerne, Sonntagabend oder Samstagabend einfach mal so als Peeling einmal in der Woche maximal. Im Moment mache ich es gar nicht, weil mir meine Haut ganz gut gefällt und dann muss ich es auch nicht benutzen und das wird wahrscheinlich dann wieder Richtung Winter in Produkt, was ich häufiger verwende. So, dann haben wir hier noch, was ich noch so zusammengesucht habe im Bad. Die Mood Mask, die Morning Boost Mask. Diese, die habe ich auch schon zweimal verwendet. Energizing, Lifting, Feeding, Hydrating, Smoothing. Mit der müsst ihr echt vorsichtig sein. Ich weiß jetzt gar nicht, von wem ist die denn? In den Niederlanden gemacht, pH-neutral, Mood Mask, vielleicht ist das sogar die Firma. Die hat so einen Eukalyptus-Pfefferminz
Effekt. Also da müsst ihr gerade im Augenbereich sehr, sehr vorsichtig sein. Ich habe die das erste Mal aufgetragen und ich habe geheult wie ein Schlosshund und habe da total drauf reagiert. Beim zweiten Mal war es besser. Dann bin ich aber wirklich, habe den Augenbereich großzügig ausgelassen. War aber ganz nett und ich habe sie nicht lange drauf gelassen. 2-3 Minuten, während ich Zähne geputzt habe, und dann habe ich es abgewaschen und die Haut hat sich danach wirklich gut angefühlt. Aber wie gesagt, die ist mit Vorsicht zu genießen, wenn ihr empfindliche Augen habt. Und ich habe schon gar nicht so wahnsinnig empfindliche Augen, aber die hat es wirklich drauf gehabt. So, in meinem Aufgebraucht hatte ich die neulich schon mal angesprochen. Und zwar ist das von Bare Minerals die Detox, Dirty Detox Maske. Das ist so eine Kräutermaske. Und ihr seht, wenn ihr die auftragt, aus wie der Waldschrat im Natureinsatz. Refining Mood Mask, Skin Glowing and Refining Mood Mask. Und das ist tatsächlich so. Das ist so eine Detox Maske. Ich mache die mal auf. Die sieht so aus. Nicht mehr wahnsinnig viel drin. Die ist recht fest. Lässt sich aber gut auftragen. Ich trage die mit den Fingern auf. Oh, die riecht so wunderbar kräuterig. Und das ist, wie gesagt, eine Detox-Maske, eine reinigende Maske. Die trage ich auf, lasse die einwirken, wasche sie ab. Die wäscht sich auch nicht ganz so einfach ab. Sie trocknet auch ein bisschen an auf der Haut. Und eine Schlammmaske ist das. So sieht sie dann auch aus. Und dann trage ich meistens noch eine feuchtigkeitsspendende Maske, eine Crememaske oder eine Tuchmaske hinterher auf. Also das ist so ein Kombinationsprodukt, die gefällt mir sehr gut. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass ich mir die auch nachkaufen werde. Die ist nicht ganz günstig, glaube ich. Aber die gefällt mir sehr gut. Dann habe ich hier noch meine restlichen Ampullen mit drin. Ich habe hier von Douglas die Nutrifocus Nourishing Ampullen mit Cocoon Butter und Apricot Oil. Die ist ölig, die sind ölig, die kann ich nicht morgens verwenden. Habe ich jetzt bisher eine benutzt, sind 5 Ampullen. Das ist wahrscheinlich mehr was für abends. Ich mag nicht unbedingt diese öligen Konsistenzen auf der Haut. Die kennt ihr, die Isana Hyaluron Booster. Das sind meine Liebsten aus dem Drogeriebereich. Ampullen, da habe ich immer eine Packung zu Hause, die gehen mir ja nicht aus. Und im Moment ist das mein Backup. Ich habe jetzt im Moment von Barbour ein Ampullenset. Und wenn das alle ist, dann werde ich mir die wieder hinlegen. Und dann sehe ich zu, dass ich wieder in Rossmann komme, dass ich mir dann nachräume. Und dann habe ich noch von Douglas die Sensitive Focus Soothing Ampulls, Cotton Flower und Liquorice. Ich finde es immer schade, dass da nicht Deutsch draufsteht. Ach, guck mal, die ist sogar noch voll. Die habe ich auch schon mal gehabt und ich glaube, die gefiel mir auch ganz gut. Die ölige, die habe ich das erste Mal ausprobiert. Und ich glaube, es gibt noch eine blaue Packung, eine hydratisierende. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Da habe ich schon 2 leer gemacht. Das ist immer, wenn ich mal im Douglas unten in der Stadt bin, wenn ich nicht online shoppe und dann im Kassenbereich bin, dann sind die da öfter mal aufgebaut und dann nehme ich einfach immer noch mal 1-2 Packungen mit. So, und jetzt sind wir schon angekommen, fast. Ich habe hier noch eine von Kiehl's. Die war mal in der Box mit drin. Ich glaube, das ist so eine Luxusprobe. Turmeric and Cranberry Seed Energizing Radiance Mask. Die Kiehl's ist ja eine Marke, die sehr gehypt ist. Ich denke mal, die wird hier locker für 2-3 Mal reichen. Die sollte ich vielleicht mal ausprobieren. Die kenne ich nämlich noch gar nicht. Die geht immer so ein bisschen unter hier. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und jetzt gehen wir einfach mal hier an das Kästchen. Und da fangen wir an mit den Tuben. Und dann habe ich hier eine von Brevitz Patents. Oder nee, The Theory. Ist wahrscheinlich sogar französisch, ne? Mal gucken. Ein Mask Scrub. Das ist also auch Exfoliating. Das ist wieder so ein Thema eines mechanischen Peelings zusammen mit einer, ja, da ist ein mechanisches Peeling mit drin, eine Reinigung mit mechanischem Peeling. Das werde ich mir mal in meinen Spiegelschrank packen. Also es ist so eine weiße. Riecht gut. Und dann hat man da ganz feine, wie Sandkörnerchen drin. Ja, wie gesagt, die brauchen sich bei mir nicht ganz so schnell auf, weil das ist mechanisches Peeling, das ist nicht so unbedingt meins. Dann haben wir hier von Skin & Co. Roma Truffle Therapy. Ist auch eine Maske, Polishing, Micro Exfoliating. Was ist denn da drin?
Da steht nichts auf Deutsch. Ach, das ist auch wieder so eine, die man mehr so zur Reinigung benutzt. Also man trägt die auf, Gesicht und Dekolleté, massiert das so 2 Minuten ein und nimmt es dann mit Wasser wieder runter. Das ist auch mehr so eine Reinigungsmaske, ähnlich wie die Mood Mask, die man kurz einwirken lässt und dann einfach mit abwäscht. Die von Charlotte Tilbury, diese Glowing Dingsda-Mumsda, dieser 3-in-1, den ich euch im Aufgebrauch gezeigt habe, der funktionierte ja ähnlich. So, dann haben wir hier Avon Planet Spa. Die habe ich schon ausprobiert. Und zwar ist das Radiant Gold. Gold with Gold and Out Face Mask. Ist eine Feuchtigkeitsmaske. Ist so eine Gallertartige. Die hatte ich schon mal drauf. Die hat mir ganz gut gefallen. Man greift immer. Ich trage eher eine Tuchmaske auf, als dass ich zu so Tuben greife. Warum auch immer. Und dann haben wir Love Me Green Certified Organic Regeneration Face Mask. Das ist auch so eine Tube. Ja, die tragt ihr aufs Gesicht auf, lasst sie einwirken, nehmt sie dann wieder runter oder massiert den Rest ein. Riecht nach gar nichts. Oder nach gar nicht, will ich auch nicht sagen, aber hat keinen speziellen Duft. Mal gucken, ob was auf Deutsch drauf steht. Oh, hautstraffend. Die hautstraffenden Extrakte aus Roggen und den Blättern der roten Trauben sowie den pflegenden Extrakten aus Shea Butter und Bio-Sesamöl wirken den Anzeichen von Hautalterung und Müdigkeit entgegen. Perfekt für alle Hauttypen, gleichmäßig auf die gereinigte Gesichtszeit auftragen, den Augenbereich ausspannen, 20 Minuten einwirken lassen, mit reichlich Wasser abspülen. Also die spült man tatsächlich wieder richtig ab. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal verwendet. Ist aber ein bisschen länger her. Und ich glaube, das mit dem Getreide, das erinnert mich auch ein bisschen an den Geruch. Guck mal, hier haben wir noch mal eine zweite von der mechanischen. Die fühlen sich beide gleich voll oder beziehungsweise gleich leer an. Die habe ich wahrscheinlich beide schon angebrochen. Das heißt, die kommen definitiv jetzt in meinen Spiegelschrank. Dann habe ich hier noch das Nachtkonzentrat von Schebens. Habe ich euch neulich im Aufgebraucht ein bisschen was zugesagt. Finde ich eine absolute Mogelpackung, was Preis-Leistung angeht. Da sind 0,3 Gramm Produkt drin oder nur 3 Gramm. 3 Gramm. 3 Gramm. 0,3? Nee, 3 Gramm Produkt sind da in einer so einer kleinen Ampulle drin. Ihr habt hier also 1, 2, 3, 4, 5. Nee, 0,3. Das steht, wie gesagt, nicht drauf, aber ich habe es ja gewogen. Und 0,3 Gramm sind da drin. Viel zu teuer. Selbst wenn es nur 1 Euro kostet, ist das viel zu teuer. Ich habe hier von Schebens, das ist wahrscheinlich genau das gleiche, das reife Hautkonzentrat, das ich dann mal morgens auch mit drauf gebe. Das ist Retinol, das gebe ich abends mit in die Nachtcreme, wenn mir die nicht reichhaltig genug ist. Was haben wir denn hier noch an der Seite? Ich habe das heute Morgen schon einmal durchsortiert. Das ist ein Serum von Guerlain. Zwei Erfrischungstücher sind hier mit drin. Dann habe ich hier noch drin von L'Oréal so ein Sugar Scrub. Hatte ich euch auch im Aufgebraucht gezeigt. Das ist Glow Peeling. Das werde ich auch mal mit in meinen Spiegelschrank packen, dass ich das einfach mal beim nächsten Mal Peeling mit wegnehme. Und das hat hier in den Masken nicht wirklich was zu suchen. So, was haben wir hier noch? Eine Glitzer Peel-Off-Maske. Hashtag B-Routine. Fabulous Glam reinigt porentief mit Provitamin B5 normale Haut. Das ist so ein Sachet. Keine Ahnung, woher ich es habe. Wahrscheinlich habe ich es sogar mal Swap mit drin gehabt. Eine Peel-Off-Maske, das heißt, die trocknet an und dann zieht ihr die einmal so runter. Ja, ich bin da manchmal ein bisschen schmerzempfindlich. Ich benutze das recht selten, Peel-Off-Masken. Ich habe auch kein Problem mit unreiner Haut. Insofern sind Peel-Off-Masken bei mir meistens ein bisschen over. So, und dann habe ich hier so drei Sachets, die habe ich irgendwo mal mitgeschickt bekommen. Das ist ein Make-up-Remover, der hat hier eigentlich auch nichts zu suchen. Dann haben wir hier Easy Peeling Exfoliating Action. Wahrscheinlich sind das so 3 Schritte. Und dann Self-Tanning. Das geht mit bei mir in den Spiegelschrank. Das brauche ich da mal mit auf. Oder ich nehme es. Hoch, Entschuldigung. Ich nehme es mit in den Urlaub und teste es da einfach mal. Wir werden das sehen.
lege es mir erstmal beiseite. So, fangen wir mal an mit Tuchmasken. Dann kann ich die nämlich hier wieder einsortieren. Das ist mein Stapel an Garnier-Tuchmasken. Ich hatte mir mal über Amazon einen Sima-Set bestellt. Da waren 7 verschiedene drin, weil ich die einfach mal durchprobieren wollte. Und ein paar davon habe ich hier noch, beziehungsweise ich habe mir das Set nochmal nachbestellt. Ich habe hier als erstes, das ist zweimal, die habe ich mir sogar nachgekauft. Die Garnier Skin Aktiv, schwarze Tuchmaske mit Bambuskohle. Ich weiß aber nicht, ob es die noch gibt. Klärende Feuchtigkeit spenden und porenverfeinernde Maske. 15 Minuten. Die fand ich sehr gut, deswegen habe ich sie mir auch zweimal nachgekauft. Nee, warte mal. Glänzende Haut. Das ist, die habe ich nicht nachgekauft. Die war zweimal, ich habe mir das Set ja zweimal geholt. Ich habe mir das Set ja nochmal nachgekauft und das hatte ich noch nicht ausprobiert. Das ist die Poren, nee, vergrößerte Poren. Nee. Jetzt bin ich etwas irritiert. Nee, die habe ich mir nachgekauft, weil sie mir so gut gefallen hat. Und dann haben wir hier nämlich noch eine schwarze Tuchmaske, deswegen komme ich so durcheinander, auch mit Bambuskohle, klärende Feuchtigkeit spendende und mattierende Maske. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist mit schwarzer Teeextrakt, LHA und Hyaluronsäure, glänzende Haut, also gegenglänzende Haut, weil es hat einen mattierenden Effekt. So hätte ich vielleicht heute Morgen mal verwenden sollen. Das ist wahrscheinlich jetzt eher was für den Sommer, wo ich eh ein bisschen öligere Haut habe. Im Winter ist das kontraproduktiv, weil dann habe ich ja eher die trockene und eh schon matte Haut. Die sollte ich mir vielleicht mal demnächst vornehmen. Dann haben wir hier die klassischen Hydra-Bombs. Ich glaube, das war sogar die erste, die rausgekommen ist. Die blaue, die intensiv Feuchtigkeit spendende und belebende Maske. Verleiht frische, strahlende Haut, glättet feine Linien. Einfach anzuwenden. Granatapfel, Hyaluronsäure und Feuchtigkeit spendendes Serum. Auch eine 15-Minuten-Maske. Die sind wirklich gut. Ich glaube, die kosten 1,95, 2,95. Ich weiß das gar nicht. Die sind ihren Preis aber wert, weil die sind wirklich gut. Die habe ich auch schon mal ausprobiert, aber ich kann jetzt nicht wirklich sagen, wie die gewirkt hat. Letztendlich nehmen sie sich nicht so wahnsinnig viel. Mattiert die Haut, verfeinert die Poren, einfach anzuwenden. Intensiv Feuchtigkeit spenden und ausgleichende Maske. Mit Grünteeextrakt, Hyaluronsäure, Feuchtigkeit spendendes Serum. Normale bis Mischhaut. Die ist für feuchtigkeitsbedürftige Haut. Das wird dann wahrscheinlich eher wieder was im Winter werden. Und dann haben wir hier noch für müde Haut die Hydra Bomb, die Lilane mit Lavendel. Intensiv Feuchtigkeit spendende und entspannende Maske. Spendet intensiv Feuchtigkeit, milder Zeichen der Müdigkeit, entspannt die Haut mit Lavendelöl und Hyaluronsäure. Ich glaube, Hyaluronsäure haben sie alle mit drin. Das ist dieses Feuchtigkeit spendende Ingredient. Und ja, die Masken sind eigentlich eine Bank. Da muss ich gar nicht wirklich überlegen. Da nehme ich mir immer mal wieder eine mit, wie man sieht, und packe sie dann hier rein und benutze sie nicht. Doch hin und wieder benutze ich sie auch. So, dann haben wir hier von Coco Star 2 Masken. Die waren, glaube ich, mal in Boxen mit drin. Die habe ich sogar einmal schon verwendet. Das sind so einzelne wie Rosenblätter, die man sich aufs Gesicht legt, wo man es gerne hätte. Die hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, ich hatte die Box zweimal, weil ich dann auch über irgendwie den Adventskalender bestellt hatte. Und dadurch hatte ich die Box doppelt. Das ist von, ist koreanische Kosmetik, made in Korea. Das ist ja im Moment auch so der Hype. Die koreanische Kosmetik ist ja extrem gut. Und dann haben wir hier noch eine Feuchtigkeitsspende und erfrischende Wassermelonenextrakt, Watermelon, achso, das ist dann nochmal auf Englisch, 12 Scheiben. Also das ist auch wieder, sieht man hier unten an der kleinen Lady, das sind auch wieder so einzelne Teile, hier hinten sieht man es auch, die man sich aufs Gesicht legt. Ist das bei der Rosenmaske auch zu sehen? Genau hier hinten, ne? Also die habe ich schon mal verwendet, die hat mir gut gefallen. Das war schön erfrischend für so einen nach dem Arbeitstag, ne? Dann haben wir hier von Balea die straffende Hydrogel-Gesichtsmaske. Das ist, ja, Sommermaske, Wassermelone, ne? Da war ich Verpackungsopfer. Die straffende Hydrogel-Gesichtsmaske mit Wassermelonenextrakt und Hyaluron. Hyaluron ist immer gut. Hyaluron, immer rauf damit. So, dann habe ich hier eine, die schiebe ich immer vor und zurück. Das ist so eine 3-Phasen-Maske von Dr. Belta Cosmetic Aquasilk Treatment Set. Das sind so 3 Steps. Das hier ist ein Peeling-Handschuh. Peeling Glove. Genau. Dann, das ist der erste Step. Dann haben wir den zweiten Step, ist eine Maske. Und der dritte ist dann das Serum. Das ist mal was für einen Sonntag, wenn man mal wieder so einen Pflegemoment hat. Verpackungsopfer. Balea Tuchmaske.
Kaktus ist eine Limited Edition. War das andere auch eine Limited? Nee. Steht jedenfalls nicht drauf. Aber die Kaktus spendet intensive Feuchtigkeit mit Kaktusextrakt und Hyaluron. Ne? Verpackungsopfer, die sieht einfach, die sieht fancy aus. Das ist echt süß. Und die Balea-Tuchmasken, die sind jetzt nicht so, dass sie dich aus dem Schlipper hauen, aber die machen auch nichts falsch. Hier ist eine normale, hydratisierende, spendet Feuchtigkeit, spendet belebende Feuchtigkeit mit Algenextrakt für die feuchtigkeitsarme Haut. Davon habe ich schon einige verwendet, auch gerne mal im Urlaub abends, wie gesagt, aufs Gesicht drauf. 10 Minuten und die Haut entspannt sich wieder. Die hat mir auch ganz gut gefallen. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber die kostet jetzt auch nicht die Welt, ne? Wenn ich was richtig Heftiges haben will, dann nehme ich mir die Garnier-Tuchmasken. So, und dann habe ich hier noch so ein ganzes kleines, die Sephora-Masken, die liebe ich. Immer wenn ich mal beim Sephora was bestelle, neulich waren sie gar nicht so wirklich verfügbar. Oder ich bin im Sephora, dann nehme ich immer mal eine Maske mit. Und welche auf alle Fälle immer mitkommt, ist die Pomegranate, also die Granatapfel, die Litchi. Die nehme ich mir auch immer gerne mit. Der steht wieder nicht auf Deutsch drauf. Dann haben wir hier Aloe Vera. Also die Pomegranate und die Litchi sind auf alle Fälle mit dabei. Wenn ich die Aloe Vera, wenn die hier bei mir alle ist, dann nehme ich die auch mal mit. Und dann hatte ich neulich einen Doppelpack. Nee, das waren sogar drei. Die waren, war so ein Sonderangebot bei Sephora. 3 Stück und das ist dann die Kokos. Die habe ich noch 2-mal hier. Einmal habe ich sie verwendet. Mit denen kann man wirklich nichts falsch machen. Die sind toll. Man sieht auch einen Effekt hinterher und die sind entspannt und es ist einfach ein Erlebnis. Die passen gut aufs Gesicht und ich mag sie. Die durchfeuchten sehr. Die sind wirklich reichhaltig und die gefallen mir. Und wenn ihr mal im Sephora seid oder eine Online-Bestellung über Sephora aufgebt, packt euch die einfach mal mit rein und sei es nur, um den Mindestbestellwert vollzukriegen für den versandkostenfreien, den versandkostenfreien Versand. Ja, genau. Um die Versandkosten zu sparen. So, das waren meine Tuchmasken. Habe ich noch irgendwas an Tüchern? Ich habe hier noch die Star Skin Lippenmaske. Die hat mir ja sehr gut gefallen. Die habe ich jetzt noch einmal hier. Dann habe ich hier so einen Pore Strip. Ich glaube, das ist für die so über die Nase rüber von May Beauty. Ist das auch koreanische? Entfernt Blackheads, also gegen Mitesser. 2 Strips. Ich weiß gar nicht, ist das auch eine koreanische Maske? Das erkenne ich jetzt gar nicht, oder eine koreanische Marke, das erkenne ich jetzt gar nicht auf den ersten Blick. May Beauty. Sagt mir gar nichts. Aber auch das brauche ich eher nicht, weil ich habe mit Mitessern so gar kein Problem. Gold Eye Brightening and Firming. Mit richtigem Gold gemacht. Made with real gold extract and hyaluronic acid. Scheint eine Augenmaske zu sein. Augenmasken haben wir hier auch noch von Merz Spezial. Die Hyaluron- und Gurkenextrakt Augenmaske. Die benutze ich ja gerne als Augencreme für die Nacht. Und das gleiche ist auch mit der Schebens Augen- und Lippenmaske Lifting Complex. Die fülle ich mir auch gerne mal in ein kleines Tiegelchen oder in einen kleinen Pumpspender ab. Und benutze die dann als Augencreme für die Nacht. Und die Augenpads von Q10, das sind so hier meine Notfall, wenn ich mal wirklich eine ganz schlechte Nacht hatte und Augenringe habe, dann kommen die morgens für 15 Minuten unter die Augen gepackt. Das ist so ein silikonig-gallertartiges Zeug, was ihr dann auf die Augen legt und es gibt einen frischen Effekt. Die sind wirklich schön und gut. Die habt ihr sicherlich auch bei anderen schon gesehen. Die benutze ich nicht regelmäßig, aber wenn mal Not an Mann ist, habe ich sie da. Ich muss mal einen Schluck trinken. So, und jetzt haben wir noch alles Mögliche an normalen Masken, ne? Also so cremige Texturen. Wir haben hier Peel-Off-Maske, reinigt Porentief, verfeinert das Hautbild, reduziert Talgablagerungen von Schäbens. Wie gesagt, die Peel-Off-Masken benutze ich eher gar nicht. Und wenn dann nur ganz, ganz selten. Also vielleicht 1-2 Mal im Jahr. Deswegen liegt die hier drin, warum ich sie mir mitgenommen habe. Ich habe die normalerweise gar nicht auf Vorrat hier liegen, aber ich glaube,
ich hatte mal eine aufgebraucht und habe gesagt, ich habe keine mehr, nehme ich mir mal eine mit und jetzt liegt die hier drinnen. Ebenfalls von Schebens habe ich die Erdbeer-Peeling-Maske, 3-Phasen-Wirkung, reinigt sanft und porentief. Habe ich 2 Teile, das sind jeweils 2 Sachets, also für 2 Anwendungen. Erdbeer-Frischezellen, AHA-Fruchtsäuren für alle Hauttypen. Die mag ich sehr gerne, die habe ich mir auch schon öfter mal nachgekauft. Wie gesagt, das ist eine Maske, die tragt ihr auch auf. Die hat auch so leichte Peeling-Körnerchen mit drin. Dann lasst ihr die drauf und schäumt sie auf und nehmt sie dann runter. So mache ich es jedenfalls. Gucken wir mal. Weniger als eine Hautunverträglichkeit pro Millionen Packungen. Verbessert das Hautbild um 56%, beugt Hautunreinheiten vor. 3 effektive Peelingphasen, die schonend reinigen und gleichzeitig ihre Sinne mit einem fruchtig-frischen Erdbeerduft verwöhnen. Phase 1, die Formel mit Erdbeerfrischzellen entfernt durch sanftes Einmassieren grobe Schmutzpartikel. Während des Einwirkens lösen AHA-Fruchtsäuren abgestorbene Hautschüppchen und Talgablagerung. Kombiniert mit Fruchtextrakten wird die Haut belebt und die Zellerneuerung angeregt. Phase 3. Beim Abnehmen der Maske werden alle Unreinheiten restlos beseitigt und die Haut porentief geklärt. Also ihr massiert das ein, lasst es einwirken, wascht es ab. Nach Vorreinigung der Haut gleichmäßig im Gesicht und Dekolleté mit kreisenden Bewegungen einmassieren. Augen- und Lippenpartie aussparen nach ca. 10 Minuten Einwirkzeit. Die Reste der Maske mit warmem Wasser abwaschen. Bei Bedarf 1 bis 2 Mal wöchentlich anwenden. Und immer bei Fruchtsäure-Peelings oder überhaupt auch bei Peeling Sonnenschutz. Ich trage ja täglich Sonnenschutz, aber bei solchen Sachen und auch insbesondere hierbei, ne? Und das ist dieses Fruchtsäure-Peeling, das hat es wirklich in sich. Da muss sich eure Haut auch erst dran gewöhnen. Das pritzelt ordentlich auf der Haut. Ne? Wenn ihr das noch nicht gewöhnt seid, da muss man sich dran gewöhnen. Und da ist das A und O am nächsten Tag, Sonnenschutz tragen. Ich mache solche Sachen dann ganz gerne abends, damit sich die Haut über Nacht schon mal ein bisschen wieder regenerieren kann. Und morgens Sonnenschutz nicht vergessen. Aber dadurch, dass ich den eh jeden Tag trage, ist das überhaupt kein Thema für mich. Das ist bei mir in der normalen Routine mit drinne. Dann haben wir hier, ja, wir nehmen auf, ich dachte schon, wir nehmen nicht auf. Für L'Oreal eine klärende Maske, mattieren 3 reine Tonerden plus Eukalyptus, das ist auch wieder wie so eine Heilerdenmaske. Die habe ich auch schon mal gehabt, die hat mir auch sehr gut gefallen. Ich glaube, die gibt es mittlerweile im Tiegel, kann das sein? Finde ich auch besser, wenn es das im Tiegelchen gibt, dann hat man zwar sehr viel mehr Produkt und es braucht länger, bis man es aufbraucht, aber man hat natürlich auch weniger Müll. Ne, also ich bin schon der Verfechter von so Tübchen und Tiegelchen, weil man da einfach mehr Produkt hat. Es dauert natürlich auch, es aufzubrauchen und man muss auch dran denken, es aufzubrauchen. Ne? Da sollte man sich nicht zu viele hinstellen, weil ewig halten die auch nicht. Dann haben wir hier wieder von Schebens die Aktivkohle Multimasking, reinigt tiefenwirksam, beugt Unreinheiten vor, reduziert Hautglanz, T-Zone und Wangen. Also das tragt ihr nicht über das gesamte Gesicht aus. Ihr seht das hier bei der Lady, wo es aufgetragen wird. Ne? Ich habe 2 davon, deswegen lese ich es hier gerade vor. Sind auch 2 Sachets. Anwendung ist auch eine Peel-Off-Maske, okay. 2-in-1, doppelte Aktivkohle-Power, gleich 2 verschiedene Rezepturen in einer Anwendung, reinigen die Haut mit der magischen Kraft der Aktivkohle. Wie ein Schmutzmagnet ziehen die beiden Masken Unreinheiten mit Esser und Fett aus der Haut. Die kraftvolle Peel-Off-Maske reinigt die T-Zone tiefenwirksam und bekämpft Unreinheiten. Die sanfte Crememaske reinigt, mattiert und pflegt die anderen Hautzonen, ohne sie zu strapazieren. Also wenn ihr eine sehr trockene Haut habt, ist das nichts für euch. Für mich ist das auch im Winter nichts, jetzt im Sommer kann ich es ganz gut verwenden. Die tiefengereinigte T-Zone und ein perfekter mattierter reiner Ton ist das Ergebnis. Anwendung Peel-Off-Maske besonders dünn auf die T-Zone, Stirn, Nase und Kinn auftragen, Crememaske auf den weiteren gewünschten Hautpartien, Wangen, Hals, Dekolleté auftragen, Augen- und Lippenpartie aussparen, nach 20 bis 30 Minuten Einwirkzeit die Peel-Off-Maske abziehen und danach alle Maskenreste mit warmem Wasser abwaschen. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Das ist eine Anwendung. Das sind 2 Sachets, aber eine Anwendung. Man sieht das hier auch. Die Lady hat hier 2 verschiedene Sachen drauf. Das ist die Peel-Off-Maske und das ist die Aktivkohle-Maske. Und hier hinten seht ihr, welches Sachet wofür ist. Das ist für die Wangen und das ist für die T-Zone. Also in dieser Packung verbergen sich 2 Masken. Eine Peel-Off und eine Aktivkohle-Maske. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Es ist immer gut, die Bedienungsanleitung zu lesen. Individuelle Reinigung für jede Gesichtspartie. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Ich bin ein Zweikäufer, deswegen habe ich auch 2 davon hier.
Wenn sie mir sehr gut gefällt, muss ich sie mir nämlich nicht unbedingt nachkaufen, sondern kann sie gleich am nächsten Tag nochmal machen. Bei einer Peel-Off-Maske sollte man das nicht machen. Das ist hier eine Maske, die hole ich mir immer wieder. Die hat mittlerweile, entweder ist das neue Design oder das andere. Hier habe ich nur noch ein Sachet. Ich glaube, das ist beide die gleiche, nur in einem unterschiedlichen Design. Für trockene Haut, eine Feuchtigkeitsmaske belebt die Haut mit Thermalwasser und Meeresalgenextrakt. Das ist so eine Crememaske, die tragt ihr euch auf, lasst sie 10 bis 15 Minuten einwirken, nehmt sie mit einem Kosmetiktuch ab und den Rest arbeitet ihr in die Haut ein. Beziehungsweise so wie ich nehme mir das mit Rosenwasser, die Reste dann runter, gerade weil das Masken sind, die ich gerne morgens verwende, bevor ich hier meinen ganzen Kladderadatsch auf die Haut auftrage. Und dann mag ich diese Rückstände nicht. Wenn man sie abends verwendet, kann man sie quasi als Overnight Mask drauf lassen, beziehungsweise die Reste, und dann nimmt man sich das morgens ab. Die habe ich auch schon mal ausprobiert, die reinigende Maske Weiße Tonerde und Zink von Merz Spezial. Die hat mir sehr gut gefallen, ist auch so eine Maske, die, glaube ich, auch antrocknet, und eine reinigende Maske. Das ist wieder so ein Ding, das wie das Detox, ne? Das würde ich als erstes verwenden und dann nochmal eine Feuchtigkeitsmaske hinten dran. Verfeinert das Hautbild und beugt Unreinheiten wie Pickeln und Mitessern vor. Mineralstoffreiche weiße Tonerde klärt die Haut, indem sie abgestorbene Hautzellen löst und überschüssiges Fett absorbiert. Zink und Bisabolol beruhigen dabei die Haut nachhaltig. Sie erscheint feinporiger und spürbar geschmeidiger. Übermäßiger Hautglanz wird sichtbar reduziert. Zink ist ja auch ein entzündungshemmendes Mittelchen und ja, nicht für trockene Häutchen und zumindest auch nicht für Phasen in trocken. Es steht zwar für alle Hauttypen, aber ich finde immer so was Reinigendes, Mattierendes, gerade mit Erden, sollte man mit trockener Haut vielleicht ein bisschen vorsichtig sein oder eine schöne Pflege hinterhergeben. Guck mal, hier haben wir nochmal eine Feuchtigkeitsmaske, sind zwei Sachets, zwei Anwendungen. Dann haben wir... Nee, die hatte ich schon mal, die Aktivkohlemaske. Dann haben wir von Luvas Naturkosmetik mit Heilerde den Hydra Booster. Zwei Phasen Pflege. Ach, das ist wieder so ein Sachet, was zwei Sachen beinhaltet für eine Zwei-Phasen-Anwendung. Die erste ist eine reinigende Maske und das zweite ist der Feuchtigkeitsbooster. Das ist ja das, was ich zum Beispiel mit der mache, ne? Das ist meine reinigende Maske und dann kommt nochmal eine Feuchtigkeitsmaske hinten drauf. Das ist bei der Luvos Maske ein zweiteiliges Ding. Die hatte ich, glaube ich, auch mal als Probe oder so in einer Mädchenbox mit drin. Glossybox, denke ich mal, wird das mit drin gewesen sein. Dann haben wir hier eine Schokomaske, die habe ich mal als Swap gehabt, die habe ich aber auch schon mal ausprobiert. Schmeckt lecker, verwöhnt die Haut und Sinne, schmeckt wirklich lecker, riecht auch nach Schoki, ist so ein nettes Gimmick, ne? Wenn man mal so Spaß an einer Maske haben möchte. Hat man mit den anderen ja auch, aber das ist, glaube ich, Schokolade steigert das Glücksempfinden. Diese Wellnessmaske mit Vollmilchschokolade und wohltuenden Kakaoduft verwöhnt die Haut und Sinne. Angenehmer Nebeneffekt, die Schokomaske schmeckt auch lecker. Schon nach kurzer Anwendungszeit fühlt sich ihre Haut weicher, geschmeidiger und entspannter an. Das ist natürlich Kakaobutter dann wahrscheinlich mit drinne und... das ist einfach gut für die Haut. Gleichmäßig auf die gereinigte Gesichtshaut auftragen, Augenpartien aussparen. Nach ca. 10 Minuten Einwirkzeit die Reste der Maske mit warmem Wasser abwaschen, bei Bedarf ein- bis dreimal wöchentlich anwenden. Vereinzelt können Hautunverträglichkeitsreaktionen auftreten. Allergiker sollten die Inhaltsstoffe genau prüfen. Also frei von PEG, Silikon, Paraffin, Farbstoff und Parfüm. Also ist das wahrscheinlich das reine Kakao, was da wirklich den Geruch verpasst. So, dann haben wir hier eine Schlaf-dich-schön-Maske. Die wollte ich mir neulich morgen draufhauen. Und dann habe ich gedacht, nee, Schlaf-dich-schön solltest du vielleicht mal überlegen, weil ich hatte bloß Hyaluronsäure und Feigenextrakt gelesen. Stimuliert die hauteigene Regeneration und unterstützt den Schönheitsschlaf ihrer Haut. Ich bin jetzt gerade überlegt, mit beruhigendem Panthenol und Feuchtigkeitsspender Hyaluronsäure, Rezeptur ohne Parabene. Genau, da werden die Rückstände auch nur mit einem Tuch abgenommen und der Rest eingearbeitet. Das ist so eine Overnight-Maske, ne? Schlaf dich schön. Die lasst ihr einfach über Nacht drauf, nehmt sie morgens mit ein bisschen Gesichtswasser runter und dann war es das. Luvos Heilerde haben wir hier nochmal. Hautfeinpaste. Heilerde 2 Hautfeinpaste.
Das ist eine fertige, die ist schon fertig angemischt, die müsst ihr euch nicht mehr mit Wasser anmischen. Das ist so eine, wie ich eingangs erwähnte, Hautbeschwerden, aknefettige, unreine und entzündliche Haut, Zellulite, Ekzeme, Allergien, Psoriasis, Neurodermitis, Linderung des Juckreizes bei Neurodermitis, juckende und schuppige Kopfhaut zur Haarwäsche. Also wenn ihr da ein Problem mit habt, könnt ihr das in das Haar oder auf die Kopfhaut einarbeiten und danach die Haare waschen, also einwirken lassen und danach die Haare waschen. Muskel- und Gelenkbeschwerden, Prellung, Quetschung, Verstauchung, Sportverletzung, das ist das, was ich meinte mit der Heilerde, mit dieser essigsauren Tonerde, was ich früher benutzt habe. Und dann Entzündung, Verbrennung, Sonnenbrand, Insektenstiche, rheumatische Beschwerden, oberflächliche Venenentzündung, zum Beispiel Krampfadern. Also, wie gesagt, wenn ihr, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass das Teilchen ganz gut ist, die Lovos Heilerde, wenn ihr mal ein bisschen zu viel in der Sonne wart und einen leichten Sonnenbrand oder eine Irritation im Gesicht habt, nehmt so eine Lovos Heilerde-Maske. Das hilft wirklich. Also wie gesagt, ich kenne das mit der essigsauren Tonerde bei meiner Sportverletzung damals. Das hat mir wirklich Linderung verschafft und seitdem kenne ich so Heilerden und bin davon auch begeistert. So, und dann sind wir schon fast durch. Ich habe jetzt hier noch eine. Das ist die Detox-Maske Meeresalge und Leinöl von Mert Spezial. Die hatte ich, glaube ich, auch mal irgendwo mit drin. Das ist das gleiche Prinzip oder die würde ich so anwenden wie hier die mein Waldschrat im NATO-Einsatz. Ne? Ja, und damit sind wir durch. Ich glaube, ich brauche für die nächsten 1,5 bis 2 Jahre keine Masken mehr. Dann habe ich hier noch so ein paar. Entschuldigung, wir sind doch noch nicht fertig. Aber ich brauche wirklich keine mehr. Ich habe mir jetzt mal, als ich heute Morgen das durchsortiert habe, die Sachen, wo nur noch ein Sachet war, mal rausgenommen, dass ich die einfach mal mit aufbrauche demnächst. Ich habe hier die Peel-Off-Maske von Balea, tiefenreinigend für Mischhaut. Das ist wieder so eine, die man sich dann vom Gesicht zieht. Ihr seht, ein Sachet ist schon benutzt. Das zweite werde ich demnächst mal machen. Dann hatte ich von Sephora 3 Masken in meinen Sephora-Bestellungen. Waren die üppig mit drin? Ich hätte beinahe gesagt, ich habe sogar 4. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist auch eine Purifying and Mattifying Maske. Die könnte ich jetzt vielleicht verwenden, wo ich so glänze. Im Winter eher nicht. Das sind auch so 3 Einmalanwendungen. Dann haben wir hier wieder die Balea Feuchtigkeitsmaske. Ihr seht die häufig bei mir, weil ich die wirklich gut finde, immer um 7 Uhr morgens aufzutragen. Dann haben wir hier eine, ich weiß gar nicht, ist das Balea oder Schebens oder was. Das ist immer doof, wenn man sich das oben abgeschnitten hat, ne? Aber ich lasse mir immer das Sachet übrig, wo das mit der Anwendung steht. Das kann sogar sein, dass das ein Dreier-Sachet war. Das ist Hyaluronsäure und Goldschimmer. Verleiht einen strahlenden Ton und verbessert die Hautelastizität nachweislich für alle Hauttypen. 2x5 mm, also war ein 2er-Sachet. Merz, das ist von Merz. Merz Spezial wahrscheinlich. Für Merz ist das hergestellt worden. So, dann haben wir hier Balea. Reinigende Maske. Ach, guck mal hier. Da habe ich ein Sachet schon verbraucht und habe mir dieses hier dann nochmal. Das ist die gleiche. Also ich werde erst die aufbrauchen und dann das, damit ich weiß, was ich hiermit zu machen habe, obwohl hier hinten die Anwendung auch drauf steht. Das ist eine reinigende Maske. Klärt die Haut mit weißer Tonerde und Zink. Das ist wieder das Thema. Erst die drauf und dann nachher eine Feuchtigkeitsspende. Das ist was für einen Sonntagabend. Und dann haben wir hier noch Cremegel-Maske von Balea. Das war ein 3er-Sachet. Guck mal, da war ich sogar so schlau, mir das so aufzuheben, dass ich weiß, was das ist. Nach der Reinigung großzügig und gleichmäßig im Gesicht auftragen, Augen- und Mundpartie aussparen, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen, Reste der Maske mit einem weichen Kosmetiktuch abnehmen oder sanft einmassieren, nicht abwaschen. Regelmäßig anwenden, das 3-Kammer-Sachet reicht für 3 Anwendungen. Also wie gesagt, das ist die dritte von 3. Die habe ich mir hingelegt, die werden als erstes aufgebraucht, damit diese angefangenen Sachets hier mal verschwinden, weil da bin ich kein Fan von. Und ansonsten habe ich das jetzt einmal durchgeguckt, gesehen, was ich noch so habe, was ich verwenden kann, was demnächst mal weg sollte. Meine Exfoliating, also die Peeling-Masken und Anwendungen habe ich mir beiseite gepackt, die kommen in den Spiegelschrank. Die verwende ich dann immer mal, wenn ich lustig bin, in der abendlichen Reinigung mit weg. Und ja, das war der kleine Streifzug durch meine Masken, wie gesagt. Ich glaube, ich brauche mir für 1,5 Jahre keine Masken mehr nachkaufen und dann muss ich schon fleißig aufbrauchen, regelmäßig immer mal wieder aufbrauchen. Ihr habt im letzten Aufgebrauch gesehen, dass ich relativ viele Masken, also für meine Verhältnisse viele Masken verwendet habe. Eine hatte ich euch noch vergessen zu zeigen, aber die liegt jetzt schon wieder mit drin im Aufgebrauch. Die lag hier noch auf dem Tisch.
Und ja, was habe ich denn hier noch? Ein Tönungsfluid von Dr. Hauschka. Es ist immer, wenn ich so kleine Sachets sehe, ne, denke ich immer so, Also, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht in der Maskenabteilung. Ist ja immer geneigt, sich eine neue Maske mitzunehmen, weil man gar nicht auf dem Zettel hat, wie viele man noch zu Hause hat. Ne? Stellt euch die also immer in Blickrichtung, dass ihr die immer seht und wisst, ich habe noch Masken. Und ja, Teil davon werdet ihr sicherlich in aufgebraucht, auch in nächster Zeit sehen. Dann erzähle ich euch noch mal ein bisschen mehr mit dazu, wie die gewirkt haben, wie ich damit zufrieden war. Das kann ich jetzt relativ wenig einschätzen, weil manchmal habe ich sie schon lange Zeit nicht mehr verwendet oder ich habe sie einfach noch gar nicht verwendet. Und damit finde ich jetzt mal den Abschluss. Ich muss nämlich auch zur Arbeit. Wir quatschen, glaube ich, auch schon wieder eine ganze Weile. Und wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund, habt viel Spaß und bis bald auf diesem Kanal. Macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss.